geht es diesmal? Ja. Ich habe die Ergs besiegt, die irgendwo erschienen ist. Wir haben Kampfgeräusche gehört. Geht es allen gut? Was hat euch angegriffen? Nichts, wogegen ich nicht noch einmal kämpfen möchte, wenn ich die Wahl hätte. Ich bezweifle, dass es viel bringen wird, den Leuten zu erzählen, sie sollen keine Angst haben, aber ich werde es trotzdem weiter sagen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wäre diese Ergs in die Feste gewütet. Ich werde tun, was ich kann, um die Leute hier zu beruhigen. Entschuldigt mich, ich sollte zu meinem Posten zurückkehren. Ja, jetzt brauche ich erstmal Heilung für mich. Könnte ich jetzt dann bitte mal demnächst aufstehen? Sweetheart, speak. Also nein, selbst Magie baden hilft nicht. Dieser Turm hat sich dem Zorn der Belagerungswaffe des Kreuzers gegenüber gesehen und ist unter dem Einschlag eines Kanonengeschosses in Trümmer zerfallen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, die beiden stehen jetzt wieder. Elfen haben nur selten Zeit zum Ah, Herr, ihr seid es wieder. Schön euch zu sehen. Wie geht es euch? Was denkt ihr, wie es mir geht? Ich hoffe einfach, dass die Wachen ihrer Aufgabe gewachsen sind, wenn doch so ein Ding erscheint. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. Ah, der Vernichter der Arges. Was kann ich für das tun? Ich habe euch vorhin über Alchemie reden hören, oder irre ich mich? Da verkauft ihr Tränke. Wenn wir es zulassen, dass der Handel eingestellt wird, hat der Kreuzzug schon gewonnen. Ah ja, der verkauft schöne Tränke. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ihr habt eine Schwester namens Kendra. In welchen Schwierigkeiten steckt sie nun wieder? Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber Kendra wurde getötet. Ihr wollt sagen, Kendra ist tot? Nein, nein, ihr irrt euch. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Nicht Kendra, nicht meine Schwester. Wir wollten diese Belagerung zusammen durchstehen. Ich habe geschworen, ich würde sie beschützen. Sie lachte und sagte, sie würde mich beschützen. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ihr seid darüber bestürzt, aber eure Schwester starb im Kampf für das, woran sie glaubte. Haltet die Erinnerung an sie in Ehren und tut dasselbe. Ja, habt recht. Ich werde die Erinnerung an meine Schwester nicht beschmutzen. Mein Herz ist gebrochen, aber mein Wille ist stark. Der Kreuzzug wird dafür büßen, was er heute getan hat. Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Nun habe ich eine Bitte an euch. Kendra trug eine Goldkette um den Hals. Könnte ich sie haben? Ich habe geholfen, ihren Leichnam zu reparieren, aber ich habe keine solche Kette gesehen. Ich werde Junia fragen, ob sie sie gefunden hat. Dann bitte entschuldige mich nur, ich brauche etwas Zeit für mich. Ich sollte Julia im Brückenpunkt fragen, ob sie eine Halskette an der Leiche gefunden hat. Wie ihr wünscht. You have my greetings, faithful one.
Habt ihr schon mit Tarantis gesprochen? Ja, er hat die Nachricht über den Tod seiner Schwester so gut aufgenommen, wie man es erwarten kann. Der Morgenstern dankt euch. Das war eine schwierige Aufgabe, ja, habt sie gut bewältigt. Tarantis bat mich, um ihm eine Kette zu bringen, die seine Schwester trug. Wisst ihr, wo sie ist? Tarantis will eine Kette haben, die Kendra getragen hat, aber ich habe sie nicht gefunden. Scheinbar haben den anderen Leichen auch Dinge gefehlt. Was sagt ihr? Jemand raubt die Toten aus? Unter Umständen wie diesem ist das nichts Ungewöhnliches. Habt ihr sonst noch irgendwas bei den Leichen bemerkt? Nehmen wir mal eins. Niemand hier würde so etwas wartet. Kurz bevor wir die Zubrücke geschlossen haben, kam ein Mann namens Imori hier an. Er behauptete, er sei ein Priester von Shintao. Er ist eine ruhige Person, bleibt für sich, aber er hat gute Arbeit geleistet. Ich habe ihn seit gestern nicht gesehen. Wie sieht dieser Imori aus? Er ist ein Mensch, blond, eher schmächtiger Typ, etwa 25 Jahre alt, würde ich sagen. Er schlicht, sehr schlicht angezogen. Er hat etwas Bart. Wo kann ich ihn finden? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn einen Tag lang nicht gesehen. Wenn er gegangen ist, kann er die Brücke nicht überquert haben. Vielleicht ist er in den Wäldern in der Nähe. Beschreibt mir diesen Priester von Shintao. Ich kehre zurück, sobald ich diesen Imori aufgespürt habe. Wir werden nicht einfach so ein Urteil schließen, aber ich würde gern mit diesem Mann reden. Nee, nehmen wir das, die drei. Schon wieder eilt ihr mir zur Hilfe. Ich danke euch. Ihr solltet den Wäldern und Brücken vor nach Imori suchen. Mhm. Aber ja, erstmal sollte ich hier raus. Oder haben wir hier drin auch was? Angebot der Toten. Ja, ich sollte nach Imori suchen. Die schleichende Dunkelheit. Ich muss das Kreuz der Lage betreten, um die Schriftrolle zu finden, mit der dieser Zauberstein geschaffen wurde. Mhm. Hier liegt auf jeden Fall jemand. Oh, Zombies. Ihr braucht nur zu fragen. Ha! My aim is true. Your actions are as ill-judged as they are incomprehensible. Wie kann ich helfen? Wir sollten nach Brückenfuhr zurückkehren und mit Julia sprechen. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Imoris Kopf, okay. Herdrins Kurzschwert und Kendras Kette. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Jetzt werde ich aber das hier erstmal alles an sie abgeben. Und auch gucken, was wir von Yahira haben. Your actions are as ill-judged as they are incomprehensible. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Brandflecken, verstreute Trümmer weisen auf den Ort einer kürzlich stattgefundenen Explosion hin. Eine Öffnung erstreckt sie in Richtung Nordwest. Ihr Caster has caused this chaos. Be on the guard. Go for the ice pool. Go for the ice. Das wird wohl der Goblin Hexendoktor da gewesen sein. Wie kann ich helfen? Okay. Diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geld und Edelsteine. Pleasant enough walk.
Though I feel solitary so far from civilization's walls. Geld, 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 Geld. Auch wenn es nur ein Gold jeweils ist. So. Was haben wir hier? Kompositlangbogen, der ist zum Verkaufen. Pfeile plus 2. Pfeile der Durchbohrung. Kurzschwert. Hey, der ist voll. Okay. Tant, tant, tant. Tantiger Tant. Okay. Dann ist das Langschwert plus 1. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. So, und der Rest ist nichts Besonderes. Die Explosion hat das große Loch in den Boden gerissen. Ich glaube, ihr könntet vielleicht hinunterklettern und die Höhle dort unten untersuchen. Feind gesichtet. Ach, Hankex. This is the end for you. Hell's a miss. My aim is true. Swing. Na gut, Zeug, was ich verkaufen will, das gebe ich mal an Minsk nochmal weiter und verkaufst das erst einmal. Edelsteinchen, Edelsteinchen, das kann in den Beutel rein. Yes, Abel. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Minsk kann sich nicht bewegen. Oh Mann. Wie ihr wünscht. Dann packen wir doch mal erstmal alles hier rein. Mal gucken, was haben wir da unten und vor allem, wie groß ist das da unten? Oh, Myrmidon. Myrmikoniden. Okay, ist nicht groß. Ihr braucht nur zu fragen. Ein Brief. Magiewiderstand senken. Teleportationsfeld. Valerius, unsere Kundschaft erspäht den Verbannten nahe der Eberfellbrücke. Lass nicht zu, dass er seiner verdienten Gerechtigkeit entkommt. Unsere Königin ist gnädig, aber wir beide wissen, dass er zu tief gefallen ist, um noch gerettet zu werden. Ihr seid stärker als unsere anderen Magier. Setzt ihr euch zur Verfügung stehende Macht ein. Wir müssen die Sicherheit von Sultan Esalar um jeden Preis gewähren. Hm.
Worum geht es, wie ihr wünscht? Oh, es geht hier noch um die Ecke. Oh. Wo ihr braucht, nur zu treffen. Oh, langweilige Käfer. Oh, ein Elfenkettenhemd noch eins. I swim in memories of places such as this. Most unpleasant memories. Und ein Sternsaphir. Zauberbrecher.